Ich bin nach Langewiese gekommen, weil ich hier gearbeitet habe. Habe dann meinen zukünftigen Mann hier oben kennengelernt und bin dann hier in Langewiese geblieben. In den Schützenverein eingetreten bin ich eigentlich sofort. Und ich sollte auch in Uniform eigentlich direkt mitlaufen, aber ich kannte das nicht. Wo ich herkomme, gibt es keine Frauen im Verein. Ich komme aus einem kleinen Ort, 30 Kilometer von hier. Und dann habe ich mir ein Ziel gesetzt, wenn ich 15 Jahre im Verein bin, dann gehe ich auch in Uniform mit. Und das war auch sehr lustig, weil das erste Mal, wo ich hier war, hat mich gar keiner erkannt. Die haben sich alle gewundert auf einmal, dass ich in Uniform hier war. Und ich finde das ganz toll. Es ist was anderes zu feiern wie in normaler Kleidung. Ich bin da so reingeboren worden. Ich bin hier aufgewachsen, von klein auf mitgemacht. Wir haben ein Kinderschützenfest gefeiert. Als ich 16 geworden bin, sofort in den Verein eingetreten. Mein Mann, mit dem bin ich zusammengekommen auf einem Kreisschützenfest. Ich kannte den vorher, aber da sind wir zusammengekommen und ja, es hat gefunkt. Haben wir ganz schnell geheiratet und fertig. Dass Frauen bei uns im Schützenverein sind, das ist ganz normal. Das ist seit 1974 so. Übers Jahr gibt es die Möglichkeit auf der Schießbahn. Ansonsten gibt es einmal das Preisschießen vom Schützenfest. Und dann gibt es Schützenfest selber. Da schießen wir unseren Damenpokal. Auch wenn nur ein kleines Stückchen Holz runterfällt, es ist schon ein erhabenes Gefühl und macht einen stolz, ja. In anderen Schützenvereinen gibt es nur Männer, nur Schützenbrüder. Zum Teil sind das ja auch Schützenbrüderschaften. Da ist für eine Frau kein Platz. Probleme, die gab es, die gibt es immer noch. Zum Teil werden wir komisch angeschaut und betituliert. Am Anfang hat mich das gestört, wenn man nicht so akzeptiert wurde oder komisch von der Seite angeschaut wurde. Aber mittlerweile stehe ich da drüber. Ich bin stolz darauf und ich mache das gern. Wir sagen auch schon mal ganz gerne, unsere Frauen sind nicht nur zum Putzen gut, wir können auch im Verein mitlaufen. Die Gemeinschaft hier, das ist schon schön. Egal ob 16 oder 91-jährig, die aktiv sind, man ist immer zusammen und das ist schon eine tolle Sache. Ich habe das Gefühl, hier in Langewiese, das ist wie ein großes Haus. Und in jedes Haus, wo ich gehe, ist ein Zimmer. Und ich kann überall reingehen. Das ist nie eine Tür verschlossen. Das ist zu Hause hier. Es gibt keinen Grund, wegzuziehen.